Flussbad an meinem Häuschen. Was machst du da? Ja, ich hab dich aufgeweckt. Ey, warum weckst du mich denn? Du hattest ganz offensichtlich wieder diesen Albtraum. Ist gar nicht wahr. Ist wohl wahr, Tinkerbell. Schon seit Wochen hast du diesen Albtraum. Und ständig fragst du dann nach diesem Hans. Wo ist Hans? Wo ist Hans? Ja, da meinte ich ganz offensichtlich Hans-Georg. Ich kenn sonst keinen Hans. Ja, aber zu dem sagst du dann doch auch immer Hans-Georg und nicht einfach nur Hans. Pappelapapp. Seitdem der Fürst der Finsternis, der Papa von Seufzt wie hell aufgekreuzt ist, bist du ständig nur am Party machen, das ist ja auch nicht normal. Na und? So gehört sich das eben als Party-Elfen-Queen. Oh, Trinkerbell, ich glaube, so langsam zeichnet sich dann auch auf deiner Figur ab. Was? Wie? Ja, guck doch mal da, unter der Decke, was du für einen dicken Bauch gekriegt hast. Was? Mach es weg, mach es weg. Oder bist du schwanger geworden, sag mal? Nö, außerdem geht das gar nichts an. Was ist denn das da? Sag mal her, ich guck mal nach. Das gibt es doch nicht. Oh. Sag mal, Trinkerbell. Das weiß ich jetzt auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, aber wieso machst du denn sowas? Das weiß ich doch nicht mehr. Ich habe so viel Kapirin hier drin gehabt gestern Abend. Das weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Das glaube ich doch nicht. Du bist mit einer Disco-Kugel pennen gegangen. Und das in meinem Bett in Geppettos Werkstatt. Sag mal. Ja, das ist doch nur super praktisch. Da kann ich jetzt mit der Disco-Kugel direkt wieder neue Party machen. Ciao, ciao, mach's gut. Komm mal in die Disco-Kugel. Wir machen jetzt Party. Was war das denn jetzt hier wieder für ein Lärm? Mensch. War das gerade die Stimme von dieser Trinkerbell? Du weißt, dass ich keinen Bock auf die blaue Fee. Ja, aber die wusste gestern Abend nicht, wo sie hingehen soll. Die hatte wieder Party gemacht. Wann macht die mal nicht Party? Komm, erzähl mir was Neues. Naja, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, auch für eine Trinkerbell. Mir fällt jetzt allerdings auch nichts ein, was bei der gewöhnlich wäre. Also, dass sie jetzt hier mit voller Partymontur pennen geht, mit Krönchen, Zauberstab... Also, das ist schon ungewöhnlich. Und heute habe ich sie im Bett mit einer Disco-Kugel erwischt. Also, das ist selbst für die nicht normal. Irgendwas stinkt da nicht. Naja, wenigstens ist die Disco-Kugel ein lebloser Gegenstand. Den kann sie mir auf die Nerven gehen. Sag mal, jetzt sehe ich das erst. Da ist da Glitter auf meiner Werkbank. Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, hat die gestern Abend hier bei mir in der Werkstatt gefeiert? Ist ja wohl nicht zu fassen. Ja, ist doch das, was ich die ganze Zeit sag. Die ist nur am Feiern. Was machst du denn hier so oft wie hell um diese Uhrzeit? Musst du nicht in deiner Brauerei das neue Hellsbier zubereiten? Ja, das geht ja nicht. Trinkerbell macht da gerade mit ihren Freundinnen wieder Party. Da kann ich nicht arbeiten. Wo ist diese Trinkerbell? So wünscht man sich das. Jetzt ist am frühen Morgen auch noch der Fürst der Finsternis direkt in meiner Werkstatt. Ja, das fängt ja gut an. Schönen guten Morgen, Herr Fürst der Finsternis. Heute mal wieder irgendeine Invasion geplant? Oder haben sie vor 1218 Jahren noch ein paar Elfen geschwängert und wollen jetzt ihre Töchter zu Fürstinnen der Finsternis machen? Nein, ich suche diese Trinkerbell. Sie hat in meiner Hölle Party gefeiert. Es ist alles mit Glitter versaut. Ja, willkommen im Club. Gucken Sie sich mal meine Werkbank an. Auch alles mit Glitter versaut. Da sind wir jetzt schon zwei. Drei! Schaut euch erstmal meine Brauerei an. Im Turm der Einsamkeit. Und so, da geht verdammt nochmal was tun. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ruhe geht's.
Versteht man noch kein Wort, wenn ihr alle durcheinander redet? Es muss aber was passieren. Eine Hölle mit buntem Glitter, das geht doch so nicht. Ja, ich sehe es ja ein, ne? Was ein Glück, dass ihr mich habt. Oh, cool, Geppetto, du hast also eine Idee. Was ist jetzt das Glück, dass wir ausgerechnet dich haben? Ganz einfach, weil ich Hypnotiseur bin. Toll, das bin ich auch. Ja, sicher, um Leute ins Unheil zu stürzen, aber ich bin therapeutischer Hypnotiseur. Hast du die Ausbildung auf deinem Selbstfindungstrip in Indien gemacht? Damals in den 1960er Jahren? Ja, ganz genau. Da habe ich auch noch viel mehr gemacht. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Jedenfalls scheint es sich ja hier so zu verhalten, dass unser Trinkerbell irgendwas verdrängt hat. Und wie kommt man da am besten wieder ran? Durch Hypnose. Wollen wir doch mal rausfinden, was die für ein Trauma hat, was sie dazu bringt, dass sie das ständig kompensieren muss, indem sie Party macht. Oh, Geppetto, was sind das denn plötzlich für Fremdworte, die du da benutzt? Ich bin ja vollkommen hin und weg. Ich stecke halt voller Überraschungen. Jedenfalls machen wir das jetzt so. Wir werden dich jetzt einfach unter einem Vorwand in meine Werkstatt hier locken. Wir erzählen dir nämlich einfach, dass wir hier noch eine viel größere Party für sie veranstalten würden. Und wenn sie dann die Augen aufmacht, dann sieht sie, was los ist. Und dann werden wir sie aufklären, dass wir sie unter Hypnose setzen werden. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Los! So, Trinkerbell, da sind wir. Und, kann ich jetzt die Augen aufmachen? Ja, du kannst die Augen aufmachen, Trinkerbell. Oh, wow, ich bin ja so gespannt. Was ist denn los? Wo ist denn die Party? Das ist ja bloß die Werkstatt von diesem blöden Geppetto. Mensch, ich will auf meine eigene Party zurück. Was soll es denn? Pass auf, liebe Trinkerbell. Ich könnte mir auch was Besseres vorstellen, als dir zu helfen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Mir braucht keiner zu helfen. Ist alles okay. Nee, Trinkerbell, du bist komisch in letzter Zeit. Du machst nur noch Party. Und das geht so nicht weiter. Und wie das weitergeht? Jetzt warte doch erstmal, Trinkerbell. Hör uns doch erstmal zu. Aber nur ganz kurz. Ich sehe schon, so wird das hier nichts. So, wir machen das jetzt mal ganz anders. Ich mache dir jetzt mal ein Top-Angebot, liebe Trinkerbell. Pass auf. Ich versetz dich in Hypnose. Nur ganz kurz und schmerzlos. Und nichts weiter passiert. Ne? Und wenn nichts dabei rauskommt, wir nichts rausfinden, dann kannst du hier eine Woche lang jeden Tag in meiner Werkstatt Party machen. Und ich richte dir die dann auch noch aus. Oh, das ist immer ein Angebot. Das schlag ich doch ein. Ja, dann fang an. Ich will meine Party. Es kommt nämlich sowieso nichts mehr raus. Na gut, wenn du meinst, dann leg dich da mal schön auf das Fell hin. So. Ja, so. Und jetzt hörst du meiner Stimme mal zu. Du hörst meine Stimme und deine Augen fangen an schwer zu werden und fallen runter. Wie Glitter bei einer Party. Flop. Dein Körper, der wird ganz schwer. Ne, hörst du schon? Merkst du schon? Ja. So, und jetzt wird dir schön warm und wohlig um das Herz. So, wir machen jetzt eine Reise in deine Vergangenheit. Du bist ein ganz, ganz kleines Elfenkind oder was auch immer du damals warst. Hasse, wir sind jetzt in deinem Elternhaus. Es gibt einen Ofen, der ist an, und es gibt Eltern. Und die hörst du jetzt reden, und du bist ganz klein. Was sind das denn für dreckige, ekelhafte Leute? Nö, die kenne ich nicht. Was ist das? Was soll das? Wo bin ich hier? Das habe ich dir doch gerade gesagt. Du bist in deinem Elternhaus, deinem Geburtshaus. Und diese Leute sind deine Eltern. Das kann überhaupt gar nicht sein. Das sind doch nicht mal Elfen. Die sind dreckig, die tragen Lumpen. Geht. Guck dir diesen dreckigen Ofen da an. Die ganze Decke ist voll Ruß. Oh, ist das ein Loch in der Decke? Oh mein Gott, es tropft auf meine Nase. Das ist ja widerlich. Ja, tut mir leid. Es ist nun mal jetzt nicht zu ändern. Es ist deine Vergangenheit.
Also wenn ich schnipsen tue, dann wirst du sofort wach und kannst dich an nichts mehr erinnern. Da kannst du also schon mal glücklich drüber sein. Also jetzt schaust du dich da mal um und guckst mal, was so passiert. Und dann erzählst du uns natürlich alles, ne? Na, hier bleib ich nicht. Das ist mir viel zu dreckig. Was meckern die denn da die ganze Zeit? Bäh, das ist ja frech. Guck mal, das ist ja noch so ein Kleiner. Das ist ein Junge. Wie heißt der? Hans heißt er. So, ist der Hans. Oh, die wollen... die haben zwei Kinder. Eins ist die Annegret und das andere ist der Hans. Und die wollen die... Ach, kannst du dir das nicht vorstellen, was das für freche Eltern sind? Die wollen die beiden Kinder im Wald aussetzen, weil sie so arm sind, dass sich das mit den Kindern nicht mehr leisten können. Dabei haben die ja sowieso nichts. Was bilden die sich denn drauf ein? Die haben ein Loch im Dach und der Ofen ist schäbig und alles ist schwarz vor Ruß. Da will mir sowieso nicht bleiben. Und was machen sie jetzt? Oh, sie zerren den Hans raus. Was macht ihr denn da mit dem armen Jungen? Könnt den armen Jungen doch nicht einfach aus der Hütte zerren? Die lauen ab mit dem. Und was jetzt los? Jetzt bin ich ganz allein in diese schäbige Hütte. Was ist wieder nicht? Du hast gesagt, das sollen meine Eltern sein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das sind doch ganz normale Menschen, sind das. Und der Junge, der ist auch ein ganz normaler Mensch. Wenn ich das richtig sehe, sind das deine Eltern und der Junge Hans, das ist dein Brüderchen. Ist das möglich? Ne, ist mir alles zu viel, ich will jetzt hier weg. Gott, jetzt kommen sie wieder zurück. Was machen sie denn jetzt? Jetzt zerren sie mich raus. Lass mich los und nimm deine Flossen weg und Gott, jetzt sind die ganzen Sachen voll mit diesem ekligen Riss. Ich bin ja vorher schon dreckig gewesen. Was ist das denn für ein Leibchen, was ich da anhab? Das ist doch kein Outfit. Das ist ja furchtbar hier. Und was sind das für Haare? Wo sind denn meine pinken Haare hin? Okay, die sind ja aschblond. Oh, ich will hier raus. Ich bin ein weg. Das ist so widerlich. Nee, Trinkabel, das bisschen Dreck musst du jetzt mal aushalten. Denn das scheint ja offensichtlich deine Vergangenheit zu sein. Wie kommt das denn in meinen Kopf rein? Nö, es ist nicht meine Vergangenheit, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hans. Oh, das ist mein Bruder gewesen. Oh, jetzt erinnere ich mich. Gott, ist das schon lang her. Wir haben in dieser Hütte gelebt. Geht. Oh mein Gott. Und meine Eltern haben den Hans im Wald ausgesetzt. Und ich habe ihn nämlich gesucht. Sie haben mich nämlich kurz danach auch im Wald ausgesetzt. Und ich habe den Hans gesucht. Och, jetzt fällt mir alles wieder ein. Oh, jetzt weiß ich sogar wieder den Namen von diesem Wald. Es war der Bayerische Wald. Oh, oh, was ist das denn da? Oh, 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 das sieht ja mal schick aus. Was ist denn jetzt los? Ich habe während du das so dahin geredet hast, bin ich schon von mir so durch den Wald weitergelaufen. Oh, da steht dieses wunderschöne Häuschen. Oh, mit diesen Lebkuchen dran. Oh, ist das süß. Also das muss ich doch mal ausprobieren. Gut, dass das hier ein Traum ist. Ich glaube, ich beiß mal rein. Ich glaube, das kann ich mir erlauben. Oh, ist das auch ein Traum. Das ist Lebkuchen, wisst ihr? Oh, diese Nüsse und diese Mandeln. Geppetto, ich bin hin und weg. Aber Geppetto, die veräppeln uns doch. Du glaubst doch wohl im Ernst, dass Trinkabel Gretel ist. Annegret, bitteschön. Annegret. Und diese Lebkuchen ist ein Traum. Ich muss dich leider enttäuschen, liebe blaue Fee. Wir sind im Unbewussten unserer lieben Trinkabel und da ist mit Lügen nichts. Das scheint alles wirklich da drinne zu sein. Und wenn, dann lügt sie sich selber was vor. Und bei der Geschichte kann ich das nie wirklich glauben. Also, machen wir mal weiter. Trinkabel, siehst du schon eine böse Hexe? Warte mal, ich höre das eine Stimme. Oh, dieser Knospe, Knospe, Knäuschen, der knabbert an mein Häuschen. Oh, da hat mich wohl jemand beim Naschen erwischt. Vielleicht hast du besser ab, Trinkabel. Oh, jetzt ist es zu spät, jetzt kann ich nicht mehr weglaufen. Jetzt geht die Türe auf. Oh, was sehe ich denn da? Oh mein Gott! Was ist los? Erzähl, was ist los? Ist das die böse Hexe? Nein! Gott, ist das ein stylisches Wesen und diese wunderbaren Haare. Oh, ich bin ganz hin und weg, diese roten Haare.
Oh, dieser Tag, ich bin völlig hinüber. Oh mein Gott. Und, was sagt sie? Ja, sag. Hab ich doch gesagt. Knuspe, knuspe, Knäuschen, wer knabbert an mein Häuschen? Muss ich das ständig wiederholen? Oh mein Gott. Ich frag sie immer, was hast du denn für ein fieser Schissen? Das ist ja ein Traum und dein Dach schmeckt so gut. Und deine Haare, Oh, mir wird ganz schwindelig. Ist das ein Elfenwesen? Das ist das schönste, traumhafteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Frag sie mal, ob sie Hänsel gesehen hat oder vielleicht schon gegessen hat sogar. Na gut. Ich soll dich fragen, ob du mein Hänsel, mein Bruder, gegessen hast. Nö, sagt sie. Sie sagt nö. Sie mag kein Fleisch, sie ist Veganerin. Was ist eine Veganerin? Ach so, dass man gar nichts vom Tier isst. Und was ist denn die Lebkuchen draus gemacht? Ach so. Milchersatz. Und das ist immer fortschrittlich. Ich meine, wenn man davon so einen Tag kriegt, und da bin ich doch gleich dabei. So, jetzt setzt du mich an reinzukommen. Soll ich jetzt mit reingehen oder mit euch noch weiter plauschen? Wisst ihr was? Ich geh einfach mit rein. Ach, das ist super hier. Oh mein Gott, ist das eine Wohnung. Oh, ich bin völlig hin und weg. Es ist das Schönste, was mir hier passiert ist. Oh. Ja, so, Trinkabel, wenn du damit schwärmfertig bist, vielleicht fragst du die Hexe oder dieses wunderschöne Wesen mal, was da jetzt passiert ist und wie du in die Elfenwelt gekommen bist. Denn irgendwie musst du ja von diesem Hexenhaus da nach Elfonasia gekommen sein. Na gut. Du, wunderschönes Wesen, ich soll dich was fragen. Also ich soll dich fragen, wie ich jetzt von dir jetzt hier nach Elfonasia gekommen bin. Was? Wie? Mit was? Partymanie? Sie sagt mit Partymanie. Aber ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Was soll es denn heißen, Partymanie? Aha. Aha. Naja, sie sagt, dass ich den Hans die ganze Zeit gesucht habe und nicht gefunden habe, weil der war ja nicht bei ihr. Und dass ich dann irgendwann so fertig war, dass ich das alles vergessen wollte. Dieses ganze Leid und diesen ganzen Dreck und dieses ganze Zeug. Ich glaube, diese Alte hier hat mich großgezogen. Das erklärt zumindest meinen guten Geschmack für Kleider und für Visagisten. Naja, und dann hat sie mir diesen Zaubertrank gemixt. Partymanie heißt der. Guck mal, sie mixt ihn gerade. Sie macht da gerade Limettenschnaps, macht sie gerade da rein. Das ist doch Pitu. Guck mal, jetzt schneidet sie Limetten klein und packt sie da rein. Ist das der Rohrzucker? Oh mein Gott, jetzt nimmt sie das Crushed Eis und füllt es damit an. Und jetzt kommt die Geheimzutat. Oh, Elfenstaub. Und? Igitt. Fledermauszähne gemahlen. So, guck mal, jetzt trinke ich's. Oh, und... Ui, das ist ein Zaubergetränk, was sich in Elfen verwandelt. Das ist ja unglaublich. Heieieiei, so bin ich also eine Elfe geworden. Ach, guck mal, jetzt habe ich auch diese schönen pinken Haare, die ich jetzt heute habe. Oh, und diese schönen Flügelchen. Oh, jetzt sehe ich mich mal von hinten. Oh, sehe ich gut aus. Ja, Trinkabelle, jetzt ist mal gut damit. Ja, jetzt wissen wir wohl Bescheid. Ich glaube, das Wichtigste haben wir erstmal, ne? Also da können wir sie jetzt zurückholen. Nö, wieso? Ist schön hier. Ich zähle jetzt von 10 rückwärts und bei 0. Bist du wieder hier? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. War was? Sag mal, du wirst es nicht glauben. Wir haben gerade rausgefunden, wer du wirklich bist. Wieso? Wer bin ich denn? Du bist Annegret aus Hänsel und Gretel. Jetzt erinnere ich mich wieder an alles. Oh Gott, mir wird ganz anders. Oh Gott, ist das alles furchtbar. Ich bin gar keine ursprüngliche Elfe. Ich war mal ein Mensch.